Die Bietigheim Steelers zum ersten Mal in ihrer DEL-Geschichte nach 5 Niederlagen in Folge zu Gast in Bremerhaven in der Eis Arena. Da war doch was. 11 Tage zuvor gab es ein 3:10. Da stand noch Leon Dubrava im Tor. Heute ist es Cody Brenner. Thomas Popisch nach dem 2:5 in Berlin am vergangenen Freitag nicht ganz unzufrieden mit seiner Mannschaft, aber die Ausnutzung von Torchancen, die war noch mangelhaft. Und wie geht die Partie los? Bietigheim in Blau schießt das erste Tor. Bremerhaven kam raus wie die Feuerwehr, aber das hier ist stark gemacht von Ranford, der Assist und das allererste DEL-Tor für Smirek. Sehr zur Freude von Daniel Nott steht es 1:0 für die Steelers. Aber die Freude währte nicht allzu lange, denn Bremerhaven machte viel Druck und kommt hier zum verdienten Ausgleich. Miha Verlic zusammen mit Jeglic und Verlic, der problematisch in die Saison gekommen war, erst 3 Tore erzielt hatte, wird immer mehr zum Go-To-Guy in dieser Partie. Auch in dieser Situation legt gleich das 2:1 nach im Powerplay. Bremerhaven nutzt auch in den Special Teams die Vorteile, die sich ergeben. 21:6 Schüsse aufs Tor. Nach zuletzt 2 dürftigen Heimauftritten gegen Köln und Krefeld, wo sie nur jeweils einen Punkt holten, geht es richtig gut los für Thomas Popisch und seine Mannschaft. Verdiente 2:1 Führung nach dem ersten Drittel. Dann rein in Spielabschnitt 2. Herrliche Vorarbeit von Dominik Uhr und Eminger macht das dann auch richtig gut. Achtung hier, Rückhand von Uhr, Eminger rum um Cody Brenner, der konnte einem leid tun, war noch der beste Bietigheimer, parierte alles, was aufs Tor kam. Aber hier ist er erneut machtlos. Wieder Powerplay zu diesem Zeitpunkt 2:4. Und klar, wer macht das Tor? Das dritte für Mia Verlic. 6. Saisontor, damit seinen Output aus der bisherigen Saison verdoppelt. Eine Szene, die zeigt, wie das Spiel gelaufen ist. Hier, Uha gewinnt das Duell völlig frei. Friesen 5:1. Tim Schüle gegen Uhr. Uhr ist schneller am Puck und dann allerdings auch kein Steeler irgendwo in der Nähe des heranstürmenden Friesen. 5:1, 3. Saisontor für Alex Friesen. Mit diesem Resultat geht es in den Schlussabschnitt. Dann diese Szene hier, völlig unbehindert der Fehler von CJ Stretch. Und wer macht das Tor? Na klar! Mia Verlic, Urbas erst einmal alleine vor Brenner, der kann den noch parieren. Und dann ist Verlic zur Stelle. 4. Tor in einem Spiel. Das hat noch kein Fishtown-Pinguin in der Historie geschafft. Es wurde gerade noch gefeiert, das 6:1. Da fiel auf der Gegenseite. Dann das 6:2. Schön rübergelegt den Puck. McKnight kriegt da von Preibisch den Assist und dann kurze Ergebniskosmetik, aber zu diesem Zeitpunkt schon Party auf den Rängen. 3019 Zuschauer, zum ersten Mal über 3000 in der Arena. Dann Powerplay für Bietigheim. Eigentlich eine gute Geschichte für die Steelers, aber hier geht's mal anders. Und klar, Uha findet Friesen. Das erste Shorthanded Gegentor für die Steelers. Und auch da ist natürlich der Torschütze Friesen vielleicht frei und das gleiche Powerplay. Mormann, noch ein Shorthander. 2 Gegentore in dieser Überzahlsituation für Bietigheim. Die sind bedient, verlieren 2:8. Mormann macht den Deckel drauf. Riesenpartystimmung in Bremerhaven und Bietigheim auf der Suche nach Antworten. I think we played the whole game like as we talked before, like good in offense, like we were making pressure on them and we were getting those chances. We didn't start as good, but I think through the whole 60 minutes we played pretty good. Ja, wir kommen raus, schießen gleich 1:0 und dann laufen wir brutal in Konter rein. Ich glaube, wir haben im ersten Drittel 3 oder 4, 2 gegen 1 abgegeben, 3 gegen 2. Und ja, dass Bremerhaven Tore schießen kann, das ist kein Geheimnis. Und da muss sich jetzt jeder an die eigene Nase packen und in den Spiegel gucken und gucken, was er nächstes Spiel besser machen kann. Nach dem 10:3 in Bietigheim 11 Tage zuvor, jetzt ein 8:2 für Bremerhaven gegen die Steelers. Dieser Gegner scheint den Fishtown Penguins zu liegen. 4 Tore von Verlic, insgesamt 18 von den 53 Saisontoren erzielen die Fishtown Penguins gegen Bietigheim. Mehr als ein Drittel, da kann man von einem Lieblingsgegner sprechen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.